Preislisten bearbeiten. Sie sehen, es gibt im Auslieferungszustand zwei Preislisten, 2017, 2017 Süddeutschland. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit, natürlich hier auch noch eine Aktionspreisliste mir anzulegen, hinzufügen, Aktionspreisliste. Preisliste, Herbstaktion. Sie können den Gültigkeitsbereich eingeben, zum Beispiel vom 01.09.2017 bis 30.12.2017. Was würde das bedeuten, wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist? Dann ist diese Preisliste automatisch nicht mehr auswählbar. Währungskennzeichen, Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer im Angebot unterdrücken. Das könnte man hier ebenfalls noch eingeben. Und wichtig, wir nehmen eine Preisliste als Grundlage. Ja, das heißt, wir kopieren die Preisliste 2017 zum Beispiel und können hier eine Änderung eingeben. Entweder als Faktor oder als Prozentwert. Ja, 0,98. Also 2% günstiger. Wichtig, diese Änderung, egal ob nach oben oder unten, wirkt sich auf alles aus. Also nicht nur Einheitspreise, sondern auch Stundenverrechnungssätze bei den Lohnstücklisten und die Materialpreise bei den Materialstücklisten. Ja. Also das ist eine ziemlich globale Einstellung, die sich auf alles auswirkt. Okay, und schon habe ich eine dritte Preisliste. Unter Preislisten für BLW freigeben kann ich festlegen, für die Bau- und Leistungsbeschreibung Premium möchte ich auch die Aktionspreisliste verwenden. Und ich könnte diese natürlich auch als Standard voreinstellen. Wenn wir auf Positionen gehen, Positionen, sehen wir jetzt die voreingestellte Preisliste, Aktionspreisliste. Wir sehen hier die Preise für den Eingabeplan und wir können hier oben natürlich umschalten auf die Preisliste 2017. Ja. Also, das sind genau diese 2% Unterschied, die hier drin stecken.